Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Let's Play Fire Emblem Dark Dragon and the Sword of Light. Ja, im letzten Part hat Uguma ganz schön krass vorgelegt und ich habe mir eine coole Taktik überlegt, wie wir den Silberbogentypen dort besiegen. Und zwar, besser gesagt, wie Uguma ihn besiegen wird. Ich hoffe, das funktioniert. Da wird er auf jeden Fall nochmal geheilt, falls der Silberbogentyp doch nochmal zum Angriff kommen sollte. Ja, das sollte reichen. Der hat jetzt 30 KP, glaube ich. Oder? Ne, 26. Okay. Und zwar geht er auf diese Stelle und wartet hier. Ja. So, Doga kann schon mal vorgehen. Auch wenn ich den nicht brauche, aber egal. So, und jetzt warte ich hier. Weil der Silberbogentyp kann mich jetzt nicht attackieren. Ich bin gespannt, was der jetzt macht. Los, was berechnest du, mein Freund? Ja, der kann mich nämlich nicht angreifen. Das ist echt geil. Weil da stehen nämlich diese Typen im Weg, diese Heiler. Und der kann ja nicht hinter mich, weil ich stehe ja im Weg. Und von dort aus kann er mich nicht angreifen. Das ist so geil. Ehrlich, ich feiere das gerade. Ich feiere es sowas von. Und jetzt kann ich den ganz in Ruhe abmurksen. Ja, okay. Hätte ich gerne. Da stehen nämlich noch die anderen Deppen im Weg. Also doch nicht so geil, wie ich es wollte. Schade. Ich muss mindestens einen Angriff wahrscheinlich riskieren, leider. Killt er die? Ja, er muss die jetzt killen. Ja, Stil, komm. Leg die alte um. Ansonsten muss ich nämlich gleich zweimal kassieren. Ja, der killt den. Oder? Please. Ja, geht doch. Sie kriegt ein bisschen viel EP und er lässt einen Live liegen. Okay. Was will ich damit tun? Ich store es. Ah, ich kann den also gar nicht... Ah, lol, da ist eine Wand dazwischen. Jetzt kommen mir ganz andere Sachen zum Vorschein. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Okay, der greift mich jetzt an. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Aber ich... Na, oh, wow, wow, das sieht ganz schön krass aus. Okay, er darf mich aber nicht zweimal angreifen. Aber okay, da ist eine Wand dazwischen. Attack mit Silber, please. Ich setze nochmal ein Safe State, falls ich treffen muss. So. Und jetzt attackiere ihn. Töte ihn für mich. Please, Uguma, du musst es schaffen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht... Ja, er tötet ihn. Thank God, Alter. Nice. Sehr schön, Uguma. Du bist der Held des Tages. Ohne Witz. Du hast dir deine zwei Level-Ups einfach sowas von voll verdient. Und dann kriegen wir auch sogar einen Silberbogen von ihm. Ein Waffenlevel plus, ein Luck plus, ein HP plus. Ja, also wie gesagt, Uguma ist der Held des Tages. Sagt, was ihr wollt, aber das ist so mal so. Eindeutig. Also was der heute abgeliefert hat, das ist schon krass. Gut, auf jeden Fall ist es jetzt noch relativ chillig, was hier abgeht. Ich hoffe, ich habe noch einige Tür... nicht Türschlüssel, sondern Truhenschlüssel in meinem Lager. Dass ich nämlich, da noch ein paar Truhen aufmachen kann. Das wäre ziemlich geil eigentlich. Und danach, ja... Werde ich mich noch ausrüsten in dem Part? Mehr kann ich eigentlich nicht machen, so wirklich, ne? Weil, wenn ich den Thron besetzt habe, da vorne ist aus. Also wir werden das auf jeden Fall abschließen, das Kapitel in diesem Part. Nur ob wir uns auch noch ausrüsten und so weiter, das werden wir erstmal sehen. Weil, wie gesagt, der Typ mit seiner Eisen... mit seiner Silberlanze da hinten, der macht mir schon ein bisschen Angst, so, ne? Weil ihr habt ja gerade gesehen, wie krass Silber drauf ist. Auf jeden Fall... Overpowered ohne Ende. Das kann man ja mal ganz eindeutig sagen. Okay, Kane geht in den Angriff. Ja, aber schön, dass ich das geschafft habe soweit. Ja, wie gesagt, das Einzige, was halt auch schwierig ist, was fehlt, ist dann noch mit seiner Silberlanze.
Aber ich versuche, dass Banutu dorthin geht. Aber der wird wahrscheinlich zweimal angreifen dürfen, oder? Na, mal schauen, wie ich das mache da mit dem Silbertypen. So, Player, geht doch. So, weil der hat jetzt hier schon Level 11, glaube ich, oder? Ah, voll overpowered. Hätte ich auch nicht gedacht am Anfang, dass ich den mal so hochleveln werde. Dass der mal so ein hohes Level kriegen wird. Mit das höchste. Genau. Deswegen lasse ich ihn einfach hier ganz gechillt den Heiler töten. Ich meine, ja. Gut, der weicht jetzt halt aus. Aber er kann nicht fliehen und der Heiler kriegt Level 11. Ja, easy. Ich schaue mal kurz nach. Könnte ich besetzen? Okay, ich darf nicht nachschauen. Dann halt nicht. Mensch. Okay, meine ganzen Ritter kann ich ja auch schon mal nach vorne bringen. Der Typ hat doch nichts zum Angreifen, oder? Nee. Der hat nur Relief. Das Relief ist, heißt auf Deutsch Pflege und ist quasi die verbesserte Heilung, ja? Also damit kann danach Ferris oder auch Wendel können danach mehr heilen. Und was auch ziemlich cool ist, wenn Riff erstmal weiterentwickelt ist, danach kann Riff auch zaubern, ja? Also dann haben wir quasi drei Magier in unserem Team. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Weil Magier sind sehr, sehr wichtig. Wie ihr schon das ein oder andere Mal gemerkt habt. So, der Typ hier ist ein bisschen noch am Arsch, aber na gut. Oh ja, kleiner Lag. Das passiert schon mal ab und zu. So, dann schauen wir mal, wie ich das mit dem Silberlanzenkerl da noch mache. Gut, der Kerl wird wahrscheinlich sich nicht bewegen. Also wir sollten eigentlich gleich wieder dran sein. Ja, Player. So, jetzt darfst du ihn töten. Kashim. Please, kill ihn. Bam, nochmal. Dann ist nämlich auch mein Bogen kaputt. Iron Broke, perfekt. Und ich krieg noch meine 34 Erfahrungspunkte und habe damit Level 9 erreicht. Ein Power Plus, ein Skill Plus, ein HP Plus. Alles wichtige Werte. Throne, damit könnte ich das Kapitel jetzt beenden. Aber wie gesagt, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber zuerst mal wird ein Safe State gesetzt, das ist ganz wichtig. Und dann, ja, wie gesagt, Banutu. Den will ich auf jeden Fall haben. Na, der hat nicht ganz volles Leben. Das werde ich gleich nochmal ändern. Also alle, die da mitgehen sollten, sollten auf jeden Fall voll geheilt sein. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das Aufrüsten von den Einheiten auch offline. Weil ich glaube, das ist jetzt nicht so arg spannend. Also je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, mache ich es offline oder dann halt direkt im Part. Mal schauen. Aber auf jeden Fall zeige ich noch, wie ich die ganzen Kerle da umlege, die mit seiner Silberlanze und so, weil das ist, denke ich mal, schon noch ganz spannend, wie das da ausgehen wird. Wie gesagt, ihn hier lasse ich auf jeden Fall immer in der Nähe des Throns, dass er dann den Thron sofort einnehmen kann. Ja, die lasse ich hier nochmal den Ritter da oben töten, ich meine, den braucht ja keiner. Und bitte, ich will auf jeden Fall noch ein paar Thronschlüssel haben. Da sind immer so coole Sachen drin, ja. Da sind auch teilweise irgendwie so eine Engelsrobe zum Beispiel drin. Und die verbessert unsere KP dauerhaft auf 7, ja. Die würde ich auf jeden Fall ihm hier geben. Dann hätte er 23 KP. Und damit könnte er einen Angriff mehr wegstecken. Das ist doch mega geil. Boah, aber den können wir ja nie weiterentwickeln, fällt mir gerade auf. Weil für weiterentwickelt muss man Level 10 oder höher haben. Und den Typen kann man ja nicht leveln. Außer man lässt ihn angreifen, was ich ziemlich dämlich finde. Okay. Irgendjemand hat da einen Türschlüssel. Damit kann ich danach die Tür logischerweise öffnen.
Und ja, ich schau mal gerade, wer hatte den denn von euch? Ja, komm, es kann eh keiner von den Gegnern ziehen. Ja, geht doch. So, du hattest keinen. Ich glaube sogar... Ach, du hattest einen. Abel hatte einen. Gut, ich brauche die Manakete. Weil die wird für uns die Einheiten abwehren. Weißt du was, Merit, du kommst auch mit. Ich brauche dich. Das ist echt wichtig. Ihn hier nehme ich auch nochmal mit. Marv ist immer in der Nähe des Throns. Und Kashim, der geht später auch noch mit. Holt sich seinen Silberbogen ab. Aber zuerst mal wird er hier mit dem Stilbogen ganz gemütlich den Typen hier umlegen. Ich meine, wir haben jetzt Zeit. Und ach, das ist sogar ein General. Geil. Das heißt, ich krieg mega viele Erfahrungspunkte für den. General. Ja, cool. Der hat aber richtig verkackt, weil er darf nämlich nicht angreifen. Geil, der hat gar keine Chance. Nice. Ja, und langsam, wie ihr auch seht, kriegen wir immer mehr weiterentwickelte Einheiten als Gegner. Also hier Paladine sind hier dabei oder auch hier eben die Generäle. Oder Priester hatten wir vorhin auch schon. Safe State. Dann machen wir 12. Also ja, auf jeden Fall krasse Einheiten. So, du machst jetzt bitte die Tür auf. Yes. So, damit ist die Tür auch schon offen und ich stelle ihn hier in den Weg. Ich hoffe, er hält es aus. Wenn nicht, ja, Safe States, hallo. Deswegen gibt's sie immerhin. So, Kashim darf hier weiterhin mit seinem Stil-Dingen den General angreifen. Das ist echt voll geil, weil für den kriege ich mega viele Erfahrungspunkte. Und der kann sich einfach nicht wehren. Okay, er kann höchstens ausweichen, aber das bringt ihm eigentlich gar nichts. Denn der wird so oder so irgendwann sterben. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich ziehen sie mir ab mit dem blöden Silberlanzen. Ja, da kommt da schon der Assi. Alter, ich mach dich fertig, Mann. Wumms. Und Himmler, bitte Himmler. Ja, Himmler. Oh, Critical, nice. Perfekt. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass du so krass drauf bist, Banuto. Und ich kriege einen Knight. Ah, damit kann ich meine Sets erhöhen. Die Verteidigung um 2. Gute Sache. So. Ihr seht, wir haben jetzt hier noch 2 Ritter. Und ich würde sagen, die haben doch nur ein Lanzen-Dingens. Und zwar eine Eisenlanze und nochmal eine Eisenlanze. Cool. Da Wendel erst Level... Oh, Level 8 ist er schon. Und sie hier ist Level 11. Okay. Das heißt, Wendel wird mit denen hoffentlich kurz einen Prozess machen. Mit einem Thunder. Und den einen Thunder, den ich dann habe, kann ich auch noch wegwerfen. Weil im Lager habe ich noch einiges an Thunder mehr. Schön. Und Kashim, du machst hier wieder deine Aufgabe als Hunter und legst den um. Ja, weil der hat zwar noch nicht so viel verloren, aber die Hälfte hat er jetzt auch weg. Jo. So, ich will gerade mal ein Safe State anlegen, weil dass ich diesen Typen weggekrittet habe, ist ziemlich gut. Wahrscheinlich hätte ich Himmler auch anreden können mit irgendjemanden, vielleicht auch mit Marv, aber da ich sowieso kein Paladin brauche, konnte ich ihn auch umbringen, ja. Das klingt immer so hart. Aber so ist es halt einfach. Ich brauche die nicht. Also in normalen Fire Emblems, das ist ja auch ein normales Fire Emblem, aber ich sag's mal so, in den neueren Fire Emblems, versuche ich ja auch, auf jeden Fall, immer so viele wie möglich am Leben zu erhalten. Aber bei dem hier ist es halt so eine Ausnahme, weil das halt so alt ist und da fehlt zu viel und so. Ja. Okay, nochmal. Nice, noch schon wieder ein Crit. Also, die Einheiten critten gerade extrem gerne. Ich finde das richtig geil, ehrlich gesagt. Ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, außer dass der hier eins weiter geht. Na, freut ihr euch schon, meine lieben Einheiten? Ihr dürft gleich alle euch richtig geil ausrüsten. Ich hoffe, dass sie sich nicht freuen.
So, der kann ich erstmal seinen Javelin abgeben. Weil damit hat er jetzt hier einen Langspeer. Und ein Langspeer ist ziemlich, ziemlich geil. Denn ein Langspeer, das ist quasi wie ein Bogen für Kavaliere. Oder halt auch Ritter. Also mega geil. Genauso geil, wie wenn du den Typen hier umbringen würdest. Okay? Dauert noch ein bisschen, aber das kriegen wir noch hin. Und wir haben auch schon die Siegesmucke. Oh, da ist ja sogar ein Laden. Vielleicht gibt es da noch was Geiles. Aber wir haben echt... Jetzt kommen die Diebe. Oh Gott, was wollt ihr denn? Nach 10.000 Zügen kommen jetzt die Diebe. Okay, ich heile Jagen nochmal und danach soll Jagen die Diebe umbringen. Fragezeichen, mal schauen. Also ich schaue jetzt mal ins Lager, um mal zu sehen, wie viel da an Truhenschlüsseln da sind. Wenn da nämlich fast keine mehr da sind, danach lasse ich die Diebe am Leben. Wenn noch, die doch eigentlich schon, wenn ich genügend Truhenschlüssel habe, dann werde ich die Diebe wohl oder übel töten. So, der General der hat noch ein einziges Leben. Was ganz schön wenig ist. Also, Jake, ein paar Dieben wirst du doch wohl fertig werden, oder? Aber wenn nicht, setze ich nochmal in Safe State. Man weiß ja nie. Was da noch so kommen wird. So, jetzt kann Mendel noch seinen letzten Donnerzauber aufbrauchen. Dann ist er auch endlich alle. Bitteschön. Und nochmal. Fein. So, Donner ist gebrokt. Und ich krieg noch ein Level up. Ein Luck, ein Defense. Nice. Du... Nein, zeig mir an, wie viel hast du. Ja, Excalibur noch 4. Ja, ich lasse es einfach mal so. Und ich lasse ihn hier mal angreifen. Hoffentlich tötest du ihn, weil ich will jetzt endlich zum Storage. Ich muss wissen, wie viele Truhenschlüssel ich noch habe. Weil die Diebe müssen danach einigermaßen schnell noch getötet werden. Und natürlich weicht der Arschspaten da aus. War ja klar. Aber rein von der KI der Diebe müssten sie doch zu mir in die Arme laufen, weil da doch noch zwei Truhen sind. Eine. Und halt dieser riesige Truhenbereich dort. Aber an sich sind ja da auch schon ganz viele Truhen bei mir. Gut, ja gut, er hat jetzt noch ganz wenig. So, jetzt tötet sie ihn hoffentlich, weil irgendwie ist ja Banutu dazu zu dämlich und er trifft einfach nicht. Ich hoffe, er hier macht das wesentlich besser. Ja. Schön. So will ich das gerne haben. Nice. Der hat jetzt sogar Level 12 schon. Ein Skill und ein Luck und ein Defense. Ja, so langsam kriegen die hier echt ganz gute Werte. So. Wer kann denn jetzt hier mal in den Storage Server schauen? Auf jeden Fall die Ritter zuerst, weil das sind nämlich eindeutig die schnellsten Einheiten. Okay, Pegasi sind noch schneller, aber von denen habe ich jetzt halt leider keinen genommen. Ja, das hätte sich echt gut angeboten. Weil Shida ist echt ziemlich, ziemlich stark. Nice, also der General ist down und ich krieg 50 XP und hab damit Level 10 mit Kashim. Ein Power und ein Defense. Power hat er jetzt 11. Das ist nice. Ja, Jake geht ja schon auf Kriegszug, ihr seht. Ja, der hat einfach was gegen Diebe. Kann ich auch nichts gegen machen, das tut mir leid. Ja, der Part ist eigentlich schon überzogen, wie ich gerade sehe. Ja, also, ich mach's dann, denke ich, doch, wie ich es gesagt hatte. Ich schaue jetzt noch kurz ins Lager mit euch zusammen rein, was da so alles drin ist. Aber dann werde ich höchstwahrscheinlich den Part beenden und die ganze
Ausrüstungszeug und so noch offline machen. Beziehungsweise nicht beenden, sondern ich werde einen Cut machen und danach am Ende des Cuts noch das Ende vom Kapitel zeigen. So, jetzt. Ich take. Was take ich denn? Oh Gott, wir haben so viel Zeug. Oh, so viel ist es gar nicht eigentlich, oder? Also, wir haben... Winery... Life Silver... Thief, das ist ein Dietriche. Da haben wir noch ganz schön viele von. Allerdings sind Dietriche nur für Diebe. Ich probiere das gleich mal beim nächsten Zug aus. Aber ich glaube, ich muss die Diebe am Leben lassen. Ich schau kurz nach. Weil da hat er gleich eine Truhe und wenn ich die jetzt öffnen kann, dann weiß ich, okay. Ich brauche die Diebe nicht. Hä, wo wollen die denn hin? Wollen die Jägen angreifen? Das ist ja voll dämlich. Also normalerweise sind Diebe so programmiert, dass die immer auf die Truhen gehen. Item. Thief. Use. Was? Hat das funktioniert oder nicht? Ich glaube nicht, dass es funktioniert hat, ehrlich gesagt. Okay, dann werde ich jetzt offline die ganzen Truppen alle ausrüsten. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder mit ausgerüsteten Truppen am Ende des Kapitels. Bis gleich. Ja, Leute, da bin ich wieder und habe alles ausgerüstet, was ich wollte. Perfekt, oder? Hier sind schon alle Einheiten versammelt. Ihr seht, ich hatte insgesamt noch 3 Verbesserungs-Items. Einmal für die Stärke, einmal für Geschicklichkeit und einmal für Glück. So, Marv habe ich das Stärke-Dingens gegeben, deswegen hat er jetzt Stärke 17, richtig overpowered. Also das hat irgendwie 4 Stärke gegeben. So, Luck hatte er schon bereits 20. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und Speed habe ich ihm auch gegeben. Er hatte davor 14 Speed und das Speeding hat ihm 6 Speed dazu gegeben. Das heißt, er hat jetzt Speed 20, wie ihr sehen könnt. Also Marv ist an sich sehr, 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 sehr gut. Er hat nur etwas wenig Verteidigung. Ich hoffe, da kriegt er beim seinen nächsten Level-Ups noch etwas mehr. Und Resistanz hat dann natürlich 0. Das ist echt sehr, sehr schlecht. So, das Glück-Ding, das hat Merrick bekommen. Und zwar hat der jetzt Luck 18, also Glück 18 und davor hatte er Glück 12. Also auch viel an der Stelle. So, und außerdem, ich kann euch mal kurz die Inventare zeigen. Er hat jetzt halt noch ein Donnerschwert. Cool. Neues 9-4. Er hat jetzt halt noch einen Silberbogen, den kann er noch nicht nutzen, aber das werden wir da schon noch hinbekommen. Er hat jetzt hier das Elfenfeuer, was wir bekommen haben. Jo, der hat jetzt auch eine Silberlanze, kann er sogar nutzen. Ja, der hat nichts Neues bekommen. Ach, seht mal, der hat sogar noch ein Nightwing. Ja, wisst ihr mal, was ich jetzt mache? Das kann ich jetzt sogar live zeigen. Ich beende erstmal und danach zeige ich euch gleich, wie ich das Dingens einsetzen werde. Das habe ich übersehen. Genau, der hier hat jetzt noch ein Drachenschwert bekommen und noch ein Kill. Das ist ein Schnitter. Und damit hat er extrem hohe Crit-Wahrscheinlichkeit, ja. Und ich glaube, ihn hier habe ich noch nicht gezeigt. Ja. So, ich mache es jetzt einigermaßen schnell noch zu Ende hier. Weil ich euch gerne zeigen möchte. Ich habe ja gerade gesagt, Marv hat zu wenig Verteidigung. Deswegen werde ich jetzt Marv auch noch das letzte Item geben. Ja, vielleicht wundert ihr euch, ja, warum immer Marv, warum kriegt nur Marv immer so viel von dir? Das liegt daran, dass Marv der Lord ist und der am Ende halt auch die ganzen großen Endbosse umzukillen muss. Und deswegen kriegt Marv von mir die ganzen Items, die Bonus-Items. Jetzt halt zum Beispiel... Nicht usen! Du Idiot! Okay, wir machen ein Load-State und zwar den State 19. So, ja, sorry, das war extrem dämlich gerade. Ende. So, jetzt mache ich das Ganze nochmal. Ich weiß, ich bin schon über der Zeit und zwar um einiges. Aber... Griff zu ihm. Das zeige ich euch jetzt ganz noch ganz kurz, wie das aussieht. So, Enemy, bla bla, ist eh keiner da. Also ich denke mal, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, und jetzt bist du dran. Item. Knight. Give to Marv. So, Marv used jetzt.
das Item und zwar das Nightding usen. Jetzt steht da irgendwas ganz komisches, das heißt, dass das genutzt hat und zwar auch irgendwas auf Japanisch. Jetzt schauen wir mal, er hat jetzt Defense 9, okay, er hat immer noch gleich viel. Das Wunder habe ich jetzt, Mann. Okay, ich hatte das Nightding auch noch. Dann weiß ich nicht, was es bringt. Ah, doch, doch, ich weiß, was es bringt. Das, Leute, ist ein Ritterwappen. Und mit diesem Ritterwappen können wir eine Einheit weiterentwickeln. Nice. Okay, das heißt, ich werde mal ganz kurz den Sales nochmal laden. Okay, damit können wir jetzt eine Einheit weiterentwickeln. Allerdings habe ich noch keine und deswegen würde ich sagen, Throne, das war's. Danke, Prinzmarv. Ich war in der Lage, nein, wegen dir war ich in der Lage, Pale zurückzubekommen. Dieser Bogen wird Partia genannt. Das ist einer der legendären Items ihrer Familie, also meiner Familie. Die anderen beiden sind der Miracle und der Gladius. Aber die wurden von Gegnern gestohlen. Mit diesen, ja... Achso, mit diesen Items werden die Kämpfe leichter sein. Ist doch schön. So, jetzt habe ich einen richtig geilen Bogen bekommen. Party, ja? Ja, nice. Okay, next story würde ich sagen... Ja. Safe game, please. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns noch kurz die nächste Map an. Oh. Das sieht doch mal krass aus, oder? Kapitel 13 ist das dann. Aber ich würde sagen, Leute, wie gesagt, das erst im nächsten Part. Ich bin immerhin schon weit über der Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet zu Fire Emblem. Macht mir gerade extrem viel Spaß und deswegen nehme ich auch gerade viel auf. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!